Ich glaube, die Feuerschale braucht Asterix genutzt haben. So. Machen wir mal so. Gehen wir Asterix nach oben. Autsch. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja. Das dachte ich mir schon eher. Einfach mal das ganze Lager aus abfackeln, warum auch nicht? So, ich glaube, diesmal hätte ich den aber weglegen sollen. Jetzt sehe ich wieder so wenig. Muss ich jetzt schon wieder hinten? Ja. Nein! Noch einmal. So. So. Und jetzt. So. Okay. Was ist? Ja. Ja, die campen erstmal vom Eingang, natürlich. Da komme ich wohl da ganz oben hin. Na ja, egal. Obere Etage. So, aber gut. Ach komm! Der ist zum Glück überhaupt nicht nervig. Nee, das macht auch keinen Schaden. Da unten ist noch ein Lager. Ich wechsle mal hier auf Obelix. Du bist dran, Asterix! So. Das Lager komme ich immer noch nicht rein. So schau ich wieder eine andere Quest zu machen. Lass mich in Ruhe. Autsch. Verdammt. Bleib stehen. Oh. Nein! Och, Manu! Egal. Das kann ich jetzt mit Ruhe mit dir reden. Bitte Belohnung abholen. Ach, jetzt kann ich da in das Lager wahrscheinlich. Na. Ja, jetzt kann ich da rein. Abwackeln. Na, ich kann mich nicht bewegen. Oh, das ist zum Glück überhaupt nicht mies oder so. So, jetzt aber. Jetzt reicht's mir aber auch mal.
Ey, diese roten Tüten, die gehen eigentlich so auf den... Bah, Mann. Ich kann nichts machen. Du bist dran, Obelix. So. Verdammt, jetzt haben wir nur noch Bogenschützen. Und ich bin fast tot. Toll. Okay, doch einmal. So. Guten Tag. Wenn ich mal könnte. Boah, diese roten Speertüten, die nerven sowas von. So. Was willst du eigentlich doch? So. Nein. Endlich. Gut. Das war jetzt meine Belohnung. Also auf dem Römer. Hast du's dann? Guck mal, Asterix, da ist Epidemais. Meine Freunde, wie schön, euch wiederzusehen. Die Freude ist ganz unsererseits, Epidemais. Schön, dass du da bist. Vor allem, weil du uns noch 2 Gratis-Überfahrten schuldest. Ihr seid gewiefte Kaufleute, Gallia. Und das Problem ist, dass wir nicht mehr aus dem Hafen rauskommen. Die Römer haben eine riesengroße Kette gespannt, damit die Schiffe nicht mehr aus dem Hafen kommen und ihr nicht flüchten könnt. Eine Kette? Den Römern fällt auch nichts Neues ein. Es ist keine römische Erfindung. Die Kette wurde in Tyros gefertigt. Es ist eine lokale Kette. Wie auch immer, ob römisch oder aus Tyros, diese Kette stört. Der Mechanismus, um die Kette zu bedienen, befindet sich in einem römischen Lager auf der anderen Seite des Hafens. Aber passt auf, Gallia, die römischen Truppen hier sind von einem ganz anderen Kaliber. Komm, Obelix, wir müssen einen Weg finden, diese Kette loszuwerden. Bleib du hier, Epidemais, wir kommen wieder. Wenn man nach uns fragt, Epidemais, kannst du sagen, dass wir dort drüben sind, um was auf die Kette zu bekommen? Obelix, deine Wortwitze sind richtig geil. Naja, ich will jetzt aber handeln. Darf ich mit handeln? Geht das? Nee. Ach, hier ist ein Shop. Ah, ein Shop, ey. Endlich. So. 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 Das ist auch noch mit. Das geht auch noch mit. Gut. Doch. Oh. Hier? Oh ja, warte, ich muss eben den ab. Knochen. Da. Okay. Obelix, was ist denn nun schon wieder? Du beschwerst dich pausenlos. Ich habe Hunger. Keine Sorge, wir gehen bald zu einem guten Gasthof.
Habe ich hier auch schon irgendwo Wildschwein gesehen? Ich glaube nicht, ne? Dann wurde es wie die Zerstörung. Oh, warte. Du bist dran, Asterix! Einmal den Feuerstein und zack. Das ist die Du bist dran, Obelix! Noch ein Knochen. Mano! Ist der Schildtyp, ne? Oh, das ist ein ganz schön dicker Schildtyp. Oh. Aber er ist halt auch nur ein Schildtyp. Schon wieder der, ey. Ja, Idefix. Hier. Hier. Nein. Irgendwo hier. Oder da drüben. Dran, Asterix. Nein. Jetzt ist wirklich nicht der Moment zum Planschen. Falsche Taste gedrückt. Nein! Wir sind immer noch im Wasser. So. Ich hätte wohl mal reden. Okay. Oh nein, bitte kein Passierschein. Nicht die Passierschein. naja. Gut. Du bist dran, Asterix! Dann lass uns mal die Passierschein A38 suchen. Verdammt. Oh, diese roten Typen, ne? Und wenn davon auch noch zwei da sind, dann ist es nicht fair. Och, Mann. Jetzt lass mich doch mal. Bah, ey, die sind so nervig. Oh, komm!
Hör auf damit! Ich bin für so etwas zu müde. Ja, toll! Wenn da zwei von den blöden Typen stehen, dann kannst du dich nicht bewegen. Das ist so ätzend. Ah. Jetzt lass mich doch mal. Meine Güte. Du bist dran, Asterix. Oh, Mann, oh. Nein, das macht ihn platt. Das andere. Oh, die unterbrechen auch einfach alles, ne? Und dann greifen die auch so schnell an. Nein, lass das. So, meine Güte. Wow. Sind ja mal zum Glück überhaupt nicht nervig. Vielen Dank, Gallia. Geht nicht weg. Ich brauche noch eure Hilfe. Unsere Hilfe? Leider haben wir es ziemlich eilig. Wir haben bereits reichlich zu tun. Hört zu. Mein Name ist Renitentis und ich bin die Chefin des phönizischen Widerstands. Was können wir für dich tun, Renitentis? Die Römer zerstören unsere schönsten phönizischen Gebäude, um sie durch ihre hässlichen Bauten zu ersetzen. Eine andere Art und Weise, uns an die Kette zu legen. Man muss sie daran hindern, koste es, was es wolle. Entschuldigt, dass ich so ungestüm bin, aber das lässt mir keine Ruhe. Wir werden dir helfen, Renitentis. Wir haben was gut bei dir. Abgemacht, Gallia. Kommt bei mir vorbei und steigt aufs Dach, um den Eingang der römischen Baustelle zu entriegeln. Los geht's, Obelix. Auf geht's. Okay, machen wir erstmal. Römischen Säulen sind schön wie solche. Ach so, warte. Ah, okay, warte. Ah. Das BSL hält die nur so kurz. Was du? Nein. Oh, man kann ja so schlecht zielen, weil er die so schnell wegwirft. So. So. Zwei noch. Daneben. Och, Manu. Na. Jetzt aber. Och, Mann, oh.
So, jetzt aber. Jawohl. Also manchmal sind die Quests hier nicht. Ja. Naja. Diese Tyros-Inger sind sehr gastfreundlich. Auf diese kleinen Dinge kommt es an. Bleibt da schön oben, Asterix. Du bist dran, Asterix. Okay.